Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich stelle euch heute mein Homelab vor. Und zwar beginnen wir mit der Hardware, dann zum Schluss noch im zweiten Teil ein bisschen die Software, was ich einsetze, wie ich es einsetze und so weiter. Wir fangen im Prinzip ganz oben an. Wir haben hier oben einmal das Patch Panel. Dort sind im Moment nur drei Kabel angeschlossen. Ihr seht es so ein bisschen hier oben. Da ist so ein bisschen gekabelt und hier ist so ein bisschen gekabelt. Im Prinzip ist noch nicht viel. Der Port hier ganz rechts außen geht zu meiner Fritzbox einmal quer durchs Haus. Fritzbox braucht sich halt da wegen Telefonie und so weiter. Das ist alles ein bisschen nervig, aber darum kommen wir leider nicht rum. Ganz links ist dann einmal Richtung Arbeitsplatz und einmal Richtung Wohnzimmer. Dort verkabelt. Bei mir im Arbeitszimmer hängt, wie ihr vielleicht in meinem Unify-Erfahrungsvideo gesehen habt, ein 8-Port Unify-Switch. Und das geht im Prinzip direkt zu dem. Und der andere geht ins Wohnzimmer, direkt an den Access Point, der dort hängt. Hier unten drunter haben wir dann die Unify USG. Die kleine Firewall reicht mir voll und ganz aus. Und ihr seht, es sind auch nur die zwei Ports belegt, die auch wirklich belegt sein müssen. Der WAN-Port 2 bzw. LAN 2 ist gar nicht belegt. Zweite Internetleitung sehe ich persönlich nicht den Sinn und Zweck bei mir hierfür. Und für LAN-Port 2 brauche ich auch nicht, weil ich könnte im Prinzip dann über den Switch auch WLANs machen. Unify empfiehlt da zum Beispiel, wenn man zwei verschiedene Switche da anwählt, die man wirklich physikalisch komplett trennen müsste. Oder wenn man das Ganze über Voice-over-IP-Sachen regelt. Dann mein Unify 16-Port 150W-Switch. Das ist, ich glaube, den gibt es so in der Variante, glaube ich, gar nicht mehr. Ist nicht wirklich voll belegt, das ist noch ein bisschen was frei. Teilweise, oder andersrum, es liegt halt unter anderem daran, dass ich ja im Arbeitszimmer noch den 8-Port habe. Der ist, glaube ich, von den 8-Port plus den einen Uplink, sind, glaube ich, insgesamt 6-Ports oder sowas in der Richtung belegt. Wenn ich ihn natürlich hier unten alles aufpatchen müsste, wäre der natürlich entsprechend voll, keine Frage. Ich war auch schon überlegen, ob ich den austausche, und zwar gegen den 48250W. Unter anderem deswegen, weil der letztgenannte einfach die zwei SFP Plus Module hat und der hier nur die zwei SFP Module. So ein bisschen 10 Gigabit wäre so manchmal dann doch vielleicht ganz nett. Aber mal schauen. Bei einem kompletten 10 Gigabit Switch lohnt sich hier noch nicht so ganz. Dann haben wir hier unten einmal die Philips U-Bridge liegen. Wofür das ist, ist euch wahrscheinlich klar. Hinten seht ihr so leicht unscharf, das ist eine Ripe Atlas Probe. Was das ist, verlinke ich euch einfach mal unten in der Videobeschreibung. Damit könnt ihr so ein bisschen Netzwerk oder Internet messen und vergleichen und so für Langzeitmessungen und so weiter gedacht. Eigentlich ganz cool. Kriegt man kostenlos und kann man so ein bisschen Sachen ziehen. Und hier auf der linken Seite noch mein Z-Wave USB-Stick. Zur Steuerung von Heimautomatisationskomponenten, Bewegungsmelder, Tür und sonstige Melder, also ganzen Sensoren. Dann weiter unten seht ihr hier die Synology DS916 Plus. Das ist im Prinzip so mein Datengrab im Netzwerk. Dort liegen die normalen Bewegdaten, ich habe meine ganzen Filme drauf liegen und ja, Backups vom Proxmox-Server kommen da drauf und so weiter und so fort. Bestückt ist das Ding mit 2x4 Terabyte Seagate Iron Wolf und 2x2 Terabyte WD Reds. Das Ganze kombiniert in einem Synology SHR1 über die alle vier Platten. Kommt, glaube ich, so dann bei 7, 8 Terabyte oder sowas an Netto-Kapazität raus.
Im Moment reicht es mir aus, es ist ungefähr 60% belegt. Mal gucken, ob ich irgendwann erweitere und beziehungsweise ob das noch lange bleibt, weil tendenziell liebäugle ich schon mit so einem 800, nee, 1818 Plus wäre schon eigentlich so mein Favorit eigentlich hier, um das Ganze dann einfach langfristig laufen zu lassen. So, weiter unten haben wir noch einen Selbstbauserver, das ist das 19 Zoll Gerät hier unten. Das Super Micro Gehäuse habe ich irgendwie vor bestimmt einem knappen Jahr mal extrem billig für 20 Euro, glaube ich, bei eBay geschossen. Da hat irgendein Händler ganz Insolvenzmasse mal wieder rausgehauen und dann ging die für ein Appel und ein Ei weg. Und für 20 Euro ein richtig gutes 19 Zoll 1HE Gehäuse. Vor allem, weil das Netzteil 80 Watt plus zertifiziert ist. Die neueren sind sogar 80 Watt Platinum, wenn ich mich richtig erinnere, wäre noch besser. Man kriegt es ja dann auch schon ab 70 Euro. Da drin läuft im Moment ein Gigabyte mit einem J1900 N-Prozessor, irgendwie sowas in der Richtung. Das ist ein Quad-Core. Die Kiste lief, bevor ich die Unify gekauft habe, als pfSense-Firewall und schnurrte wie ein Kätzchen. Da ich aber den ganzen Unify-Stack ja irgendwann haben wollte und habe ich einfach dann gesagt, okay, machen wir aus der Kiste irgendwas anderes. Da lief zwischendrin mal Domain-Controller drauf, das war mal ein Docker-Server, es war diverse andere Dinge, mehr oder weniger zum Spielen. Irgendwas möchte ich aber damit auch machen. Ich weiß noch nicht so richtig allerdings was. Es läuft zwar Proxmox grundsätzlich drauf, aber ein 2-Node-Cluster bei Proxmox kann man zwar installieren, ist aber definitiv nicht empfohlen seitens Hersteller. Dann unten mein Proxmox-Server. Das Gehäuse habe ich auch schon Ewigkeiten. Ich glaube, das habe ich damals, als ich den ganzen Kram angefangen habe, mit Homelabs gekauft. Da war früher auch alles zusammen drin. Da war die ganzen Festplatten, da hatte ich das Synology NAS noch nicht. Da war dann auch alles, wie gesagt, alles hier unten in der Kiste. Hier drüben passen 7 Festplatten rein und entsprechend war dann das alles zusammen. Darauf läuft, oder da drin besser gesagt, läuft ein Super Microboard der neuesten Generation, Sockel 1151 mit einem Intel Xeon 1220 V5. Das sind Quad-Core ohne Hyper-Threading, ohne irgendwie ganzen anderen Kram. Reicht mir auch voll und ganz aus. Ihr werdet es nachher, wenn ich euch die Software zeige, auch sehen, dass mein Proxmox-Server nicht wirklich groß unter Last steht. Entsprechend reicht auch der 4-Kernprozessor. Es sind drin verbaut 32 GB RAM mit 2x16 GB. Das war noch zu den Zeiten, als das noch keinen gefühlten Kleinwagen gekostet hat, im Gegensatz zu jetzt. Da habe ich für die 32 GB, glaube ich, damals 250 Euro bezahlt. Träumt man ja heutzutage von. Proxmox läuft auf 2 Intel-SSDs, S3100, wenn ich mich nicht ganz irre, also Enterprise-SSDs im RAID 1. Schnurrt seit knapp 2 Jahren ohne Probleme, obwohl man bei Proxmox ja sagt, ja, so mit Logfiles ist immer ein bisschen schwierig. Im Moment überhaupt keine Probleme. Beim letzten Test der SSDs vor ungefähr einem Dreivierteljahr sahen auch die Smart-Werte noch picobello sauber aus. Für Data Storage ist drin eine Samsung Evo 830 mit 512 GB oder 520 GB, was auch immer das sind, und eine Crucial, ich glaube, MX200 mit 256 GB. Wie das aufgeteilt ist, zeige ich euch nachher, wenn wir das Ganze mit der Software machen. Sonst ist dort im Moment nichts drin verbaut. Ich war auch schon überlegen, ob ich da wieder alles zusammenpacke und so weiter, weil das Board, was ich habe, hat noch ein LSI 3008 Chipset drauf, den man natürlich hervorragend an einer Storage vor allem weiterreichen könnte, sodass man einen All-in-One-Home-Server sich bauen kann. Übrigens, geiles Konzept, verlinke ich euch hier oben irgendwo in der Videobeschreibung. Oder vielleicht auch noch unten. Genau.
So, das ist das ganze Rack jetzt einmal von der Seite. Bisschen messy und die USV steht auf so einem Uralt-Tischchen drauf, der mal so Dekomaterial oder sonst irgendwas war. Das Ganze nicht wirklich schön. Ich bin auch überlegen, ob ich mein hier selbstgebautes Holzrack endlich mal gegen ein richtiges Rack austausche. Irgendwie 12 oder 18 HE, das reicht voll und ganz aus. Als ich das damals gebaut habe, wollte ich nicht das ganze Geld ausgeben, beziehungsweise hatte ein 42 HE-Rack von meinem alten Arbeitgeber haben können, der alles abgebaut hat. Aber leider, tja, passte das nicht hier in die Deckenhöhe, beziehungsweise stehend komplett schon, nur ich konnte es nicht reinkippen oder einbauen oder sonst irgendwas. Also von daher, kürzen ist halt ziemlich blöd, geht die komplette Stabilität verloren, habe ich mir also was Kleines selbst gebaut. Das hier drüben ist eine APC Pro 900 VA. Wir können mal gucken. Mein ganzes Rack, so wie es jetzt da ist, braucht 91 Watt. Also alles, was jetzt hier gerade an ist, die zwei Access Points laufen über PoE. Also die sind da schon mit integriert. Der Server ist, wie ihr gleich seht, nicht wirklich groß ausgelastet. Das Synology NAS ist an, auch wenn die LEDs vorhin aus waren. Ich habe die einfach deaktiviert, weil zwar blinken Lights, alles toll und ganz schön, aber es bringt mir halt im Keller hier auch nichts. Das läuft aber auf 24/7. Das heißt, die 91, 92 Watt, die die USV im Moment hier anzeigt, ich zeige es euch mal gerade, damit ihr es selbst seht, sind auch wirklich 24/7 so im Verbrauch. Das war es dann jetzt auch erstmal mit der Hardware. Ich gehe gleich mit euch hoch und zeige euch dann noch den ganzen Software-Part. Und dann habt ihr da schon mal wisst, wie ich was einsetze. Bis gleich. So, im zweiten Teil geht es jetzt um die Software, die ich einsetze. Wie bei der Hardware schon gesagt, virtualisiere ich mit Proxmox. Damit komme ich jetzt so mittlerweile eigentlich am besten zurecht. Ich habe eine Zeit lang auch mit ESX virtualisiert und auch mit Hyper-V. Ich mag eigentlich vom Feature her Hyper-V am liebsten, weil ich auch so mit Windows sehr gut zurechtkomme natürlich, beruflich natürlich auch extrem viel damit zu tun. Mich stört so ein bisschen allerdings an der Windows-Geschichte, dass ich mein Hyper-V halt irgendwann oder meinen Virtualisierungsserver irgendwie die ganze mindestens einmal im Monat neu starten muss, um Updates zu installieren. ESXi oder Proxmox muss man natürlich auch neu starten, keine Frage, weil auch hier Kernel-Updates dabei sind, aber es ist halt wesentlich weniger, als ich das bei Microsoft-Betriebssystemen machen müsste. Wie ihr seht, lasse ich das meiste als LXC-Container laufen. P-Hole ist klar, habe ich auch Videos schon zu gemacht, verlinke ich euch oben in der Box. Mein Reverse-Proxy, der auf Nginx-Basis basiert. Dort habe ich zwei Wildcard-Zertifikate installiert, die dann bestimmte Dienste hier im Homelab zur Verfügung stellen. Mein Monitoring mit Ezinga, die Entwicklungsmaschine sozusagen dazu, da habe ich euch letztens das Tutorial mitgemacht, wie ihr das Ganze installiert, um dann nicht meine produktive Umgebung da zu beeinträchtigen. Gibt es entsprechend ein, zwei Maschinen dazu. Der Unify-Controller, dann PHP-EPAM, um meine IP-Adressen im Blick zu haben. Matomo ist das heutige Piwik. Die haben sich ja umbenannt aus wie markenrechtlichen Gründen. Ein MySQL-Server, wobei ich glaube, das ist ein MariaDB-Server, so ist es. Und ein InfluxDB-Server. Den stelle ich im Prinzip nur einen SQL-Server für beides jeweils bereit, weil ich nicht unbedingt für jeglichen Kleinkram immer einen extra SQL-Server installieren möchte, wenn das auch voll und ganz ausreicht, dass einer im Netzwerk vorhanden ist. Dann habe ich eine SSH-Jumpbox, da komme ich dann per extern per SSH drauf.
Dort habe ich auch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung eingerichtet, sodass nicht nur mein Passwort verwendet werden kann, sondern ich muss auch so einen sechsstelligen RSA-Code eingeben, um mich dann weiter zu authentifizieren. Per Zertifikat wollte ich das entsprechend nicht machen, weil genau diese Box dafür da ist, falls ich irgendwie von einem Kumpel aus mal drauf muss oder sonst irgendwas. Und da ist natürlich das Zertifikat nicht installiert. Das heißt, ich kann trotzdem drauf und trotzdem bin ich doppelt abgesichert, dass ich nicht einfach reinkomme. Dann noch ein kleiner WordPress-Blog, der nur intern gehostet ist, wo meine Freundin und ich die unsere Rezepte, die wir so zusammentragen, eintragen. Dass wir das ganze Suche für beim Kochen nicht immer haben, sondern haben da alles auf einen Blick. Da haben wir entsprechend richtige Verschlagwortung drin, dass wir alles gut finden. Dann nutze ich EcoDMS als heimisches Dokumentenmanagementsystem. Dort werden meine ganzen Rechnungen eingescannt, Briefverkehr und so weiter. Das Ganze allerdings noch ohne wirklichen Dokumentenscanner. Ich nutze dafür am iPhone eine App, die daraus das Ganze scannt, im OCR schon macht, das Ganze in PDF umwandelt und dann kommt das direkt nach EcoDMS rein. Die Monitoring-KVM ist mal als Test gedacht für Telegraph und Grafana, um einfach mal so ein bisschen mit dem Thema rumzuspielen, Docker zu monitoren, andere Dinge zu monitoren und so weiter. Dann mein Docker-Server, in dem ich diverse Anwendungen einfach reinklatsche, die ich nicht noch, also die eigentlich noch weniger Overhead haben, als ich für einen LXC-Container bereitstelle. Das Ganze ist natürlich doppelt gemoppelt, sage ich mal, weil selbst auch ein LXC-Container ist extremst schlank und es gibt für viele Sachen nicht unbedingt die Notwendigkeit, das auf Docker zu basieren. Nur ich finde das Konzept mit Docker Compose zum Beispiel auch recht spannend und wollte mich eigentlich auch in Kubernetes mal einarbeiten, aber irgendwie scheitere ich da immer bei einer Offline-Installation. Vielleicht wird das Ganze mit Rancher 2 dann irgendwann besser. Da scheint es ja relativ einfach zu sein. Last but not least noch einen Windows-Server, der mir einfach Active Directory-Dienste bereitstellt, damit ich mich an vielen Systemen mit einem User und Passwort authentifizieren kann. Ich habe extra die Windows Active Directory genommen und kein Samba oder OpenLDAP, weil ich mich einfach damit auskenne. Das ist schlicht und ergreifend einfach nur Faulheit. Und die ganzen Software, die man so heute kann, kann man mit größter Wahrscheinlichkeit immer in Active Directory anbinden. So habe ich das dann relativ einfach. Wie ihr unten an einem Storage seht, also hier die zwei gibt es einmal für LXC-Container, das ist die für 256 GB Crucial SSD und die 500 12er Samsung Evo 830. Nicht wirklich voll, aber beides, also die paar KVMs, die da sind, nehmen mir nicht viel weg und ein LXC-Container ist auch extrem schlank, so dass man da eigentlich kaum irgendwie Ressourcen braucht. Ich war auch schon mal im Überlegen, ob ich mir nicht eine PVE PCI Express SSD hole und alles zusammen drauf klatsche. Mal schauen, wie man das machen. So, ich gehe hier mal in die Übersicht. Dort seht ihr auch die derzeitige Auslastung. Also es ist wirklich wenig los. RAM auch nur 40% belegt. Die zwei Festplatten für die virtuellen Maschinen und für die LXC-Container laufen allerdings nicht auf ZFS-Basis. Sonst wäre der RAM-Verbrauch natürlich etwas höher. Man könnte den ein bisschen runtersetzen, aber für Single Disk habe ich für mich persönlich keinen Mehrwert gesehen, das Ganze auf ZFS zu basieren. Es hat natürlich Vorteile, gerade was die Stabilität und so weiter angeht. Ich würde das tun, sobald ich wieder auf irgendein geartetes RAID setze, weil die Parity-Berechnung bei ZFS doch ziemlich stabil ist.
Ja, auch wie gerade schon gesagt, ihr seht es an der CPU-Auslastung, mir reicht mein Vierkerner voll und ganz aus und entsprechend brauche ich da nicht wirklich über ein Hardware-Upgrade nachdenken. Ich war zwar zwischendurch mal dabei, um auf einen Intel Xeon mit Quicksync zu setzen, um einfach ein bisschen Last von CPU-Auslastung bei einem Plex-Transkodieren einfach auf das Feature vom Quicksync zu setzen. So, ich habe auf dem Monitoring-Server Grafana laufen. Dort monitore ich einmal meinen Docker-Server und einmal Proxmox. Docker habe ich mir dann dieses Dashboard hier zusammengebaut. Das wird einfach mit Telegraph über den Docker-Socket ausgelesen und dann entsprechend an eine InfluxDB-Datenbank gesendet. Und Grafana liest mir die ganzen Sachen aus, stellt sie entsprechend dann da und das Ganze kann man sich halt dann so ein bisschen zurechtklicken. Bei Proxmox werden die Daten direkt vom Proxmox ausgeliefert. Und zwar kann man Proxmox so konfigurieren über die Status-CFG, dass die Werte, die ja der Server selbst mitbringt, an Graphite oder an eine InfluxDB-Datenbank gesendet wird. Auch hier nehme ich wieder InfluxDB und ziehe mir mittels Grafana einfach die Daten hier raus. Also auch kein großes Hexenwerk. Wenn euch das Ganze interessiert, lasst mal einen Kommentar dazu unten und dann kann ich da sicherlich in den nächsten Wochen mal ein Video machen, wie man beides oder jeweils dazu das darstellen kann. Also ein kleines Tutorial dazu schreiben, wie das Ganze funktioniert. Last but not least, die Docker-Container, die ich einsetze. Und zwar ist das einmal Home Assistant, wie gesagt, als Heimautomatisierung. Bin da mittlerweile weg von, das Ganze als LXC-Container laufen zu lassen, weil Home Assistant mittlerweile auch Homebridge inkludiert hat sozusagen und alles jetzt zusammenläuft und ich nicht mehr verschiedene Systeme und sonst irgendwas machen muss. Dann als nächstes Tautuli, das war früher Plex Pi. Damit kann man die Daten vom Plexer, was wurde geguckt, was wurde wie häufig geguckt und so weiter, auswerten. Telegraph zum Messen der Performance-Daten von dem Host. Grafana entsprechend zum Visualisieren. Dann noch Gox. Gox ist ein Git-Server. Teilweise hoste ich meine Sachen auf GitHub und teilweise halt so interne Projekte pushe ich dann nur dort hoch. Es ist wesentlich kleiner und schlanker als zum Beispiel GitLab, weil ich die ganzen Funktionen nicht brauche. Mir reicht so ein bisschen Codeverwaltung und Config-Dateien, die da hochgeschrieben werden. Das reicht mir voll und ganz dafür. Dann mein Plex-Server mit in der getaggt mit Plex Pass. Damit schauen wir über das Apple TV entsprechend Fernsehen, beziehungsweise die Filme, die aufgenommen worden sind und gekauft und so weiter. Dann ein Bookstack-Server. Bookstack ist eigentlich zum Schreiben von Büchern gedacht, allerdings kann man das hervorragend auch als Wiki verwenden. Und entsprechend dafür nutze ich es auch. Konfigurationsdateien wie zum Beispiel eine WinRC oder ähnliches einfach dort abzulegen und dann einfach relativ zügig per Copy and Paste rauszunehmen. Und last but not least, P-Hole noch als Docker-Container. Das ist auch eher so zum Testen, ob es wirklich praktikabel ist, das Ganze als Container laufen zu lassen oder ob ich wirklich dabei bleibe, das LXC-Container zu betreiben. Viel ist im Moment nicht, die letzten Tage und Wochen nicht ganz so viel im Homelab gebastelt. Das wird sicherlich noch ein bisschen mehr werden und wahrscheinlich auch tendenziell mehr als Container, als LXC-Container, also Zucker-Container, anstatt als LXC-Container zu verwenden. Wie es aber so weiter wird, werden wir dann einfach mal sehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, hat euch einen guten Überblick dazu gegeben. Und vielleicht auch die ein oder andere Anregung. Wenn ihr Fragen dazu habt, stellt sie gerne in die Kommentare rein. Und wenn euch irgendwas noch besonders interessiert hat,
Schreibt es gerne auch unten rein. Vielleicht kann man das eine oder andere nochmal genauer beleuchten und ja, vielleicht ein Tutorial oder sonst irgendwas dazu machen. Dann bedanke ich mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann in einem meiner nächsten Videos. Und ciao.